Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Ich habe jetzt ganz geile Informationen für euch, was die Alternator betrifft. Da wurde ein bisschen was gepatcht, was ich sehr, sehr begrüße. Denn die war ein bisschen sehr dolle overpowered, ist aber immer noch meiner Meinung nach ein bisschen zu stark. Dann gibt es Informationen für alle, die sich eine Sprachausgabe wieder auf Englisch wünschen und ein paar kleinere Sachen, die angekündigt wurden. Alles genauer im Detail nach dem Intro. Where's my money, bitch? Fangen wir direkt mit der Alternator und dem Aufsatz, den Disruptor Rounds, an. Der Schaden war echt mega, mega overpowered. Das haben viele sofort mitbekommen. Der Schadensmultiplikator war bei 2,26. In Zahlen habe ich das jetzt leider nicht, wurde aber auf 1,7 reduziert. Also das ist schon eine ordentliche Reduktion. Ich muss aber sagen, der Patch ist, glaube ich, schon seit gestern oder vorgestern schon aktiv. Ich habe gestern mit der Alternator und dem Aufsatz gespielt. Ich finde es trotzdem noch sehr stark. Man merkt aber, dass er ein bisschen schwächer ist. Ich finde aber trotzdem, mit einem lila Magazin kann man trotzdem noch fast ein ganzes Squad alleine wegballern. Wie sich das auf der RE45 verhält, weiß ich leider nicht. Hier wird allerdings nur von der RE45 geschrieben. Das war es soweit davon. Und bei den Herausforderungen gibt es vorerst keine täglichen Herausforderungen, die ortsgebunden sind. Zum Beispiel lande, was weiß ich, in der Luftwaffenbasis und loote da mehrere Boxen oder ähnliches. Warum? Die Entwickler haben festgestellt, dass das negativ sich aufs Spiel auswirkt. Und bei beiden Sachen, bei den Disruptor Rounds und den Herausforderungen, muss ich aber jetzt auch mal ein bisschen mich auskotzen. Denn sobald bekannt wurde, wie heftig die Alternator war und wie das mit den Herausforderungen sich verhält, habe ich mir so gedacht, haben die Leute keine Spieletester, wie alle anderen auch? Also ich finde, jeder, der einen halbwegs logischen Verstand hat, den sollte bewusst sein, dass die Alternator mit diesem Aufsatz sowas von abgefuckt stark ist. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das nicht, bevor das schon veröffentlicht wird, wie das nicht auffallen kann. Die müssen doch Spieletester haben, die den Leuten sagen, Alter, was ihr da jetzt raushauen wollt, das ist einfach zu krass. Und auch das mit den Herausforderungen, es war mir völlig klar, wenn du zum Beispiel zu zweit mit dem Kumpel unterwegs bist und hast noch einen dritten Mate, der gerade Bock hat auf seine täglichen Herausforderungen, mit denen du aber nicht kommunizierst, und der fliegt auf einmal irgendwo anders hin, weil er da irgendeine tägliche Herausforderung meistern will, das ist doch irgendwo meiner Meinung nach ein absolut logisches Ding. Und was dazu noch negativ reinspielt, die täglichen Herausforderungen sind für jeden anders. Das heißt nicht, wenn du in einem Dreier-Squad unterwegs bist, hat jeder dieselben täglichen Herausforderungen. Das ist nämlich genau das Problem dabei. Wenn du mit einem Dreier-Squad unterwegs wärst, könnte man die täglichen Herausforderungen zusammen gleichzeitig meistern. Dem ist leider nicht so. Und deswegen war mir von vornherein bei beiden Sachen klar, dass das nur scheiße werden kann. Das ist zumindest meine persönliche Meinung, auch wenn das vielleicht der ein oder andere mit mir nicht teilt. Dann gibt es noch an den Strafen ein kleines Problem. Es soll ja eigentlich so sein, wenn ihr gerade auch im Ranked-Modus, obwohl es eigentlich auch den Normalmodus betreffen sollte, soll es ja eigentlich Strafen geben, wenn ihr ein Spiel vorzeitig verlasst, obwohl ihr noch in-game seid. Die Strafen wurden erstmal gestrichen, weil die verbuggt sind. Wie weit sich das auswirkt, weiß ich nicht. Jedoch kommen die Strafen definitiv wieder zurück, wenn die nicht mehr verbuggt sein sollten. Das nur mal am Rande für die Leute, die schon öfter mal gequittet haben und da noch nichts passiert ist. Jetzt kommen wir zu dem, was sich viele, viele schon lange wieder wünschen. Die Sprachausgabe wurde ja von Englisch auf Deutsch umgestellt, was viele inklusive mir richtig auf den Sack ging, obwohl ich es jetzt mittlerweile nicht mehr höre und ich mich dran gewöhnt habe. Soll es demnächst wieder eine Sprachausgabe auf Englisch geben, beziehungsweise es soll eine Option ins Spiel finden, dass man das Spiel wieder auf Englisch stellen kann. Das begrüße ich auf jeden Fall extrem. Diese Änderung, ich werde es definitiv wieder auf Englisch stellen. Ich denke, die meisten von euch auch. Könnt ihr gerne auch in den Kommentaren mal so ein bisschen euch auslassen. Und als allerletztes der Netzwerkfehler Code Leave. Wenn man ständig aus dem Spiel fliegt, und das ist zurzeit echt ein heftiges Problem, ist Respawn und EA bekannt. Daran wird definitiv gearbeitet. Und
Was ich noch vergessen hatte zu erzählen zum Schluss, weil ich von dem Patch für die Alternator erzählt habe, in dieser Woche gucken sich die Macher die gesamten Waffendaten genauer an. Das heißt, es könnte sein, dass in den nächsten Tagen oder Wochen noch ein Waffenpatch kommen könnte, der nochmal ein bisschen an den Waffen was bufft. Ich könnte mir vorstellen, dass unter anderem die RE45 definitiv treffen wird und vielleicht sogar die Elster. Die Elster ist nämlich auch meiner Meinung nach, wie alle anderen Goldwaffen halt auch, sehr, sehr stark. Das Problem bei der Elster ist, es sind ja jetzt am Anfang, wenn ihr aus dem Jumpship springt, kommen zwei Loot Drops schon runter. Wenn ihr dahin fliegt, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass ihr die Elster darin findet. Die ist im Nahkampf so heftig. Ich glaube, meiner Meinung nach gibt es keine Waffe, wenn ihr richtig trefft, die euch so dermaßen wegrotzt. Das war es von allen Informationen, die ich heute für euch habe. Lasst euch, wie gesagt, gerne mal in den Kommentaren aus, was ihr von den Änderungen haltet. Das war es soweit jetzt von mir. Lasst einen Daumen dem Video nach oben, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Oder ein Abo, wenn ihr neu seid und keine Infos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.